Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. Ich habe ein bisschen außerhalb der Aufnahme gespielt und war nicht so erfolgreich. 2292, wir wurden aber nicht so eingerankt, sondern ich wurde tatsächlich 2400 einfach wieder eingerankt und dann da 2409 tatsächlich. Und danach habe ich sehr viele Matches verloren. Sehr, sehr viele. Oh oh. Ich habe, glaube ich, als ich außerhalb der Aufnahme gespielt habe, habe ich 5 Mal hintereinander verloren. Das war krass. Aber mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen, mir geht's wieder gut. Das ist immer wichtig, dass wenn ich sehr viel verliere, dass viel Zeit vergeht und man wieder richtig Bock hat auf Overwatch. Weil jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Overwatch. Tatsächlich. Schauen wir mal, ob wir was reißen können, ob wir ein paar coole Runden bekommen. Sicher, bin ich eigentlich schon sicher. Wir kriegen bestimmt irgendwie coole Runden hin. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen auf Mondkolonie Horizon. In der Verteidigung. Ich würde eigentlich sehr gerne Tank spielen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde erstmal Ulysse einfach mal picken. Schauen, ob ich einfach so bleiben darf. Normalerweise habe ich in letzter Zeit immer Autofill gemacht, so ein bisschen. Hey, guys. Hello. Hello. Das ist der Kanji something. Der da, der Silbertyp, okay. Alter, wir haben alle im Voice-Chat. Das ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir so bleiben können. Ich werde auf jeden Fall nicht direkt los sprinten. Na, wenn der Letzte ein Healer wird, ne? Ja. Ein Mercy oder sowas. Dann wäre das sehr gut. Bleib erstmal. Oh ja, ein Healer. Das sieht doch gut aus. Möchtest du, dass ich dich drücke? Das ist mega lustig. Ey. Fein. Pretty good. Oder meint er nicht, wie es mir geht, sondern wie unsere Teamstellung ist? If so, I'll just like concentrate on the team and stuff. Ha, wir haben 2 Schildhelden, fällt mir gerade auf, ne? Ob das so gut ist? Bleib ich erstmal hier? Irgendwie kommt da keiner, lol. Ich baller erstmal ein bisschen. Kriegen wir die? Reaper. Oh, der Reaper. Then if Reaper goes through again, tell me and I'll come help you. Ein bisschen aufpassen. Dead Ryan's back. Stunned him again. Ah, okay, das war ganz gut. Ich kann gerade sehr gut ballern. Ich krieg irgendwie von der Seite manchmal Schaden, das ist interessant. Scheiße. Oh, das war eine gute Ulti, Alter. Nice Zen Ult. Die wäre echt gut. Nice, hands up. Wir verteidigen gerade echt interessant. Hier habe ich noch nie so verteidigt auf dieser Map. Nice ult, guys. Nice ult. We've got some ults. Okay, die Mercy ist Mercy da. Team Ryan, left side. Yeah, right, my bad. Sorry. Should we go in there and just kill those two? Because it's only there. Reaper's down. Let's go for it. That's west of 2 ults. Doch den Damage. Ah, oh, nein!
Ah, fuck. Ja, die Hanse-Ulti, die hat uns richtig gefickt. Wow. Top. If you need to molten. Oh, oh ja. Er hat einfach gemolten. Ah, okay. Nice top. Er killt aber. Also die Kombination ist echt gut, die Kommunikation. Aber wir hätten da nicht reingehen sollen in diesen Raum, während der Hanse die Ulti hat. Oh, der Turret ist down, das heißt... Aber wir können vielleicht noch verteidigen. Nice. Good job, guys. Alter, das verteidigen wir echt den ersten Punkt. Das, wie komisch wir da oben waren, ne? Das war richtig interessant. Haha, guck mal, die habe ich erwischt. Hey, Reef ist up top. Okay. Alter, von wo hat der da geultet? Ah, ich glaube, die haben es tatsächlich jetzt noch hingekriegt. Obwohl, der Reinhard ist ja noch da. Aber nur der Reinhard, oder? Ah, damn it. Der Ryan wouldn't die, because Mercy wasn't. Ach, scheiße. Ich glaube, das Problem ist, am Anfang haben wir uns sehr gut aufgesplittet. Right, unlucky. We got this stuff. Oh, ja. We've got Hansa and Zenit. They're coming up left. Schade, ich habe den da nicht runterbekommen. Das wäre richtig gut gewesen, hätte ich ihn da runterbekommen. Okay. Okay, erstmal haben wir... Wir haben schon mal ein bisschen was rausgeholt, das war nice. Ich werde einfach den Tower hier beschützen. Okay. Das ist ganz gut mit dem Schild und den. Ich kann das halt gut beschützen und der Reinhard, der kann halt so schilden. Ich glaube, das ist schon nicht schlecht. War ja gerade einer? Oder war ich gerade blind? Ich war gerade ein bisschen blind. Right side. They're coming from both. Enemy Ryan, I'll try and get him. Macht mich ein bisschen nervös, dass die da so chillen. Down. Aber die haben keine Heilung. Ha, lol. Jetzt hauen sie ab. Den haben wir gekillt. Oh, nice ult, Sam. Weil so weit geht das gar nicht. No support ults left. We got this. Okay. Lol. Hanso. Nice, Sam. Damn it, that Hanzo's quite good. So if you need to, na scheiße, jetzt kommt der darüber abholen. Abhauen. Meine Fresse, Alter. Bin mega konzentriert, das ist aber richtig geiles Match, ohne Scheiß. Das ist mega das geile Match. Am Anfang haben wir so interessant verteidigt. Ich stelle mich jetzt mal dahin. I'll cover this, Reaper behind.
Ich kann überhaupt irgendwo hin, nee, oder? Okay. Das war easy. Ich glaube, jetzt haben sie verkackt. Nice. Lol, die Ulti. Yeah. Ja, das haben wir, sollten wir haben. Ja, wobei, jetzt gehen sie nochmal richtig drauf. Oh. Nice one, guys. Good job, guys. Nice, das war cool, Alter. Ich hab dabei... Ja, mein Team war sehr, sehr gut auch, muss man sagen. Ich hab gar nicht so viel gemacht, wenn ich mir meine Stats so anschaue. Könnte ein bisschen chillen. We played in 5. I didn't call you retard Reaper. Na, der Reaper war gar nicht mal so schlecht. Der hat versucht halt zu flanken, ne? Wie halt so ein Reaper halt. Ja, Doppelschild ist eigentlich nicht so gut im Angriff, aber ich glaube, wir können Orisa einfach spielen. Ich würde am liebsten Orisa einfach spielen. Oh, Alter, die Supports, nice. Schön richtiger Stellungskampf, wo man die Frontlinie immer weiter nach vorne versetzt mit dem Schild. Das kriegen wir doch sicher hin. Nämlich die ganze Zeit von oben, vielleicht komme ich ja nach oben und kann die ganze Zeit von oben halt Druck machen auf die. Ja. Ich könnte Affe spielen. Oder Roadhog. You win easy, schreiben sie. Ah, wir haben sehr viel Heilung. Ich könnte Winston spielen. Ich glaube, ich spiele Winston. Orisa ist halt... Das ist schon mega... Das wäre schon ein bisschen zu trollmäßig. Da hat er recht. Ah, ich habe eine goldene Waffe, lol. Hat Genji gerade was gesagt zu mir, lol? Die Interaktion... Die Interaktion habe ich wirklich nicht mitbekommen. Habe ich eigentlich meinen Sound verringert? Nee, alles cool. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst gehabt, weil ich habe das letzte Mal angepasst. Oh, der hat den Dämonen-Skin. Ein Skin für Mercy, den ich nicht habe. Ah, mit Winston sollte das gehen. Müssen aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, mit Winston. Weil man gefühlt sehr wenig Leben hat. Wobei, ich glaube, Orisa hat 400 Leben, ne? Muss halt aufpassen, wie ich dive. Ganz vorsichtig. Einfach zusammenbleiben wäre, glaube ich, am besten. Gucken, ob jemand oben ist alleine. Da ist jemand alleine. Das war schon mal sehr gut. Ich glaube, die sind am Arsch. Wird geheilt. Oh, wow. Die sind ganz schön demotiviert, habe ich das Gefühl. Die haben auch wirklich keinen... Obwohl, die haben einigermaßen ein Team zusammengebaut. Was? With Winston is easier. Okay, die haben mega verkackt, Alter. Oh, der hätte ich nicht aufwachen müssen. Aufwecken sollen. Oh mein Gott, Alter. Oh, ein bisschen Affen. Lol. Der Affe! Oh Leute, wo bin ich jetzt? Und gewonnen. Good job, guys. Pretty good game. Nice one. Wir waren sehr viele Leute am Reden, das war doch super, Alter. Dass ich die Ulti bekommen habe, deswegen bin ich mega Troll. Ah, das war wahrscheinlich die Ulti, wo wir alle im Raum waren. Das kann sehr gut sein. Alle gehen da rein. Er denkt sich einfach nur Ulti, Ulti, Ulti. Alter, er hatte sogar... Das habe ich nicht mehr mitbekommen, dass die Saria-Ulti da auch noch war. Meine Güte, Alter.
Guck mal, Winston war doch eine gute Entscheidung. Ja, komm, like mit denen mal. Der... Thank you. Der hat sehr gut kommuniziert. Messi war ganz geil. Und der hat sehr gut am Anfang, zum Schluss noch, Sombra gefinisht. Das war ziemlich nice. Und die auch immer Sombra in der Verteidigung spielen. Das war schon ziemlich toll, oder? Die waren sehr demotiviert nachher. Die hätten ja noch gewinnen können in der Theorie. Aber sie waren sehr demotiviert. Dadurch, dass sie halt im Angriff nicht so weit gekommen sind. Die haben halt sich dann wieder auf einen fixiert, den Reaper. Der hat dann nachher getrollt und hat Sombra gepickt. Aber was heißt getrollt hat er jetzt? Ja, wobei, am Anfang, der sich so schnell weg... So schnell zu sterben am Anfang war schon nah am Troll. Das ist halt das Problem, wenn man einen flamet aus der Gruppe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann halt fuck you all und einfach spielt, worauf er Bock hat, dann ist die sehr hoch und vielleicht ein bisschen zu risky geht. Naja. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.